Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Wir haben im letzten Part ein bisschen trainiert. Davor haben wir Norman besiegt. Mein Vater, ich habe mich gerecht bei ihm. Ich würde sagen, er bevorzugte noch Heiko, aber es ist mir scheißegal. Ich habe ihn besiegt und ich bin froh. Ja, bevor wir den sechsten Orden antreten, möchte ich ein bisschen mit Leuten quatschen. Vielleicht ein bisschen was Lustiges. Ja, er würde gerne Rollbild haben. Deswegen würde er einen Plusel dafür mir geben. Da bin ich aber nicht einverstanden. Und das ist ja doof. Mensch, Pokémon, ja, ja, aha. Du hast die, egal in welcher Hand. Ist mir auch egal. Ha. Okay. Eben rechts, rechts, links. Kraftreserve. Oh, ich bin im Fernsehen, glaube ich. Auf der Suche nach Trainern. Hallo, heute besuche ich ein Gebiet in der Nähe von Route 118. Wir versuchen ein neues großes Talent zu finden. Unsere Kamera ruht der auf dem Trainer CGLPS. Etwas an diesem Trainer hat uns Interesse geweckt. Wir sind schon früher gegen CGLPS angetreten, um dir versichern, dass der Trainer viel stärker geworden ist. Ich wusste sofort, dass wir einen ganz besonderen Trainer vor uns haben. Die beste Art, das Können eines Trainers festzulegen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Und das haben wir gemacht. Und so endete schließlich der Kampf. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend, zerknüllte uns und warf uns weg. Er ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein. Die Kombination von Kirlia und Logo war einfach göttlich. Und du bist mir... Ja, ja, ich habe noch ein Wort gesagt. Ja, schenk mir Schlaferde. Ach nee, nein, nein, nein. Warte mal, das ist eigentlich keine gute Idee. Kann Gado... Boah. Ja? Ja, das sieht doof. Weißt du was? Scheiß auf Teleport, oder? Wenn wir Fliegen haben, können wir das eh machen. Ja? Ah? Neidisch, ne? Okay, das ist schön. Ich will dazu eine kleine Gesprächsrunde machen. Noch so ganz weit voran und so. Okay, der schickt jetzt den los. Ja, den können wir auch noch demnächst besuchen gehen. Ich will da nur ein bisschen mit ein paar Leuten. Hier ist eigentlich eine Stadt, wo ziemlich wenig Leute sind. Deswegen greife ich die Chance und hier ist so ein kleiner Markt, ein Minimarkt. Hier ist noch ein kleines Hütchen. Ah ja. Warum machst du das ganz lustig? Aha, also wir können eh noch nicht zur... Ups, kleiner Spoiler, wir können da noch nicht hin. Ich vergesse es. Ich laufe gegen etwas. Nein! Oh, komm, sag nicht, dass es ein Kecleon ist. Ups, schon wieder. Ach, ich bin so ein gemeiner Junge. Okay. Psychokinesis. Oh, du bist aber schön. Na, komm. Irgendweile. Wer hätte Logok geschossen? Ah, ja. Mein Lieblings-Pokémon Logok wird in Pokémon X und Y eine wichtigere Rolle spielen als gedacht. Es ist einer der neuen Pokémon, die eine Mega-Entwicklung bekommen. Also, das mit Mega-Entwicklung des Konzeptes, das halte ich für nicht so toll, aber... Aber dass mein liebes Logok hat, bin ich froh. Also... Und Absol auch noch, alle aus dieser Edition. Also alle aus einer dieser Edition, das ist eigentlich ganz gut. Ich sagte der. Hihi, Pia, du stinkst. Ja. Komm, Vogel, Alter. Deine Pokémon, dein Pokémon, Wablulein. Ich konfusiere dich. Und noch einmal. Boah, ich habe halt voll das Luck hier. Was ist denn Begrenzer? Hinter den Gegnerattacken? Wow. Psychoattacken. Die sind überhaupt nicht... Ja, er lernt ihn nicht. Außerdem wird ihm jede TM beibringen. Durch ein Cheat-Modul. Aber ich weiß nicht, wie mir Cheat... Troy! Der Kerl, der mich so kennt, aber ich ihn nicht. Ist so lange her. Hier ist es, dass ich nicht richtig sehen kann. Also wenn ich dieses Gerät beim unsichtbaren Objekt benutzen werde. Nein, nein. Statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Perversling. Ja.
Okay, es greift an. Ah, nein, ist doch nicht etwa ein Kecleon. Fuck, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und warum schlägt das jetzt fehl? Ich glaube nicht, dass das so effektiv ist. Komm, opfer dich. Vielleicht fange ich einen Kecleon. Nein! Jetzt auf einmal! Ja, gib mir das. Dankeschön, danke. Du bist echt so nett. Und mit Fliegen abgehauen. Es regnet. Ich würde mal sagen, wenn irgendwie noch Probleme bei der Wiebke, so heißt sie, Wiebke und Roge, wenn bei der irgendwie noch Probleme auftauchen, dann würde ich mal sagen, trainiere ich hier unten, aber solange ich noch nicht weiß, inwiefern ich hier im Vorteil, ich glaube, ich liege sogar ein bisschen Nachteil, weil Nogok ist nicht sehr effektiv. Hey, hey. Nogok ist ja nicht sehr effektiv, nein, andersrum, Flugattacken sind nicht sehr effektiv auf Nogok. So rum war's. Und Gardevoir, ich glaube, die steckt sie ganz gut ein, also habe ich noch keine Probleme gesehen. Aber probieren geht über studieren, ne, Leute. Okay, komm. Kecleon. Was? Abgehauen. Ach, Keki. Ups, Entschuldigung. Okay, das müsste ich eigentlich können. Komm her. Ich kann doch nicht einfach nicht gegen dich kämpfen. Panzer Aeron. Komm, sehr effektiv, das wäre nämlich sehr gut. Komm, sehr effektiv, das wäre nämlich sehr gut. Penner. Komm. Du hast aber genug Training bekommen. Ich glaube, ich sollte euch irgendwie Items geben. Vor dem Kampf hier. Für einen Kampf hier. Wow. Was soll denn das? Nein. Dann kriegst du die Zitrobeere. Nur so als klein. Doppelkampf! Yay! Ah ja, hier haben sie. Gab es in der zweiten Generation schon Doppelkämpfe? Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, Leute. Und so Aeron, auf dich habe ich mich ja gefreut. Ah, das ist ja schön. Jetzt hast du dich schon benutzt. Feuerfege dich. Nach Romney. Das darf doch nicht sein. Ich feuerfege dich. Fegefeuer. Wow! Das ist ja geil. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass es sehr effektiv ist. Na, ist eigentlich sehr klar, dass du das auf den einsetzt. Tobias hat da keine Chance. Ja, das freut mich jetzt. Beide ein Level höher. Okay, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt, zu meiner Verteidigung. Ah, so ging das. Und hoch. Und Doppelkampf! Na, wenn die den ja so oft einsetzen, ich glaube, den gab es in der zweiten Generation noch gar nicht. Ja. Na, in der dritten. Das ist hier die dritte Generation. In der fünften Generation haben sie ja die Dreierkämpfe und den drei Umkämpfe. Was ich für mittelmäßig halte. Du willst mich jetzt verarschen. Verpiss dich. Ach komm. Aber wenn ich dich brauche. Dankeschön. Nächste so machen wir uns keinen Stress und. Scheiße, hab ich vergessen. Ich möchte jetzt noch nicht zu Wiebke. Ja, ich besiege die noch schnell und renne ich schnell zurück zum Pokémon Center. Oh, was mache ich denn jetzt? Ist da wegen du?
Ach, jetzt kommt's auch nicht mehr drauf. Jetzt schlitz ich dich, Dude. Emo. Tja. Es gibt ja noch einen Markt. Entweder gibt's einen Markt, oder ich gehe zu dem einen recht hinaus im... Das werden wir jetzt gleich herausfinden. Entschuldigung, ihr Nerds, ihr kleinen Nachwuchs-Nerds, immer wieder schön. Ja, wir sind jetzt hier schon ziemlich weit vorangekommen. Und ich weiß nicht, warum ich so rede. Und ich würde sagen, wir machen heute einen etwas längeren Part. Yay! Komm, die Wiebke, so heißt sie. Nein, keiner Übertrag 5. Mann, hab ich viel Geld! Lieber 10. Boah, warum habt ihr mir so viel Geld gegeben, Leute? Ihr spinnt's auch. Sieht aus wie ein Bürgermeister. Also, du sprichst aber nicht wie ein Bürgermeister. Okay, das machen wir jetzt ganz schnell durch. Boah. Okay. So. Und so. Ja, aufwendig, aber wir sind bei Wiebke. Ich bin Wiebke, die Leiterin der Arena von Baumhausen.de. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und habe den Himmel berührt. Wie anstrengend der Kampf auch war, wir haben den Grazi gewonnen, ne? Werde Zeuge der eleganten Choreografie meiner Vogel-Pokémon. Panzer-Iron. Na, okay, der muss jetzt aber... Yay! Sei nicht aufgepasst. Probier's. Komm, der darf jetzt nicht daneben. Oh, du bist geil. Du bist männlich, ne? Du bist geil, no homo. So macht man das. Ach, weißt du was? Slicks mich am... Kopf. Ah, wollte ich ihn nicht einsetzen. Das war ein Lock-in. Ach komm, lass mal's. Mal gucken, was die so drauf hat, die alte Daria. Aldaria, versteht ihr? Ja, ich bin heute irgendwie... Richtig. Dankeschön. Leben Sie wohl. Ja, ich habe den Federorden von Wiebke. Mit dem Federorden gehorchen ja alle Pokémon bis Level 70, auch die, die du doch tausch bekommen hast. Außerdem kannst du nur die Form fliegen, außer beim Kampf ist einsetzen und dies ist ein Geschenk von mir. Hey, du hast die Geschwindigkeit. Kein Pokémon kann mit dir entgehen. Ja, ja. Ja, tschüss. Ich bin nicht sicher, ich glaube kein Pokémon kann jetzt Lügen einsetzen. Yay! Na, ja, was willst du denn? Ha, ich bin sicher, dass du den Arena von Baumhausen gewinnen würdest. Dann steig, vielleicht bist du wirklich der Trainer, den ich die ganze Zeit suche. Ich bin dein Fan, vergiss das nicht. Ich werde dir zujubeln. Mach weiter so. Ciao, Scotty. Jetzt mit einem P-Lipper oder so fangen. Was gibt's? Nee. Kann ich aus dem Kampf flüchten? So. Ich habe keinen Bock auf einen Kecleon. Ich mag Kecleons nicht. Die nehmen die Farbe an. Also den Typ an, nicht die Farbe. Das machen normale. Ein Magnau, ja. Kein einziger KP wurde Logok abgezogen in diesem. Absol, geil! Das ist Absol, kriegt auch so eine geile Form. Schade. Ich hätte Absol gefangen. Komm. Meryl, ja, das habe ich schon. Ich möchte mir schauen, welche Pokémon hier auftauchen. Ich möchte nur ein Pokémon von Typ Flug haben. Vielleicht fange ich ein... Na, es wird immer schlimmer. Vielleicht fange ich ja eins hier, ein Wingull oder so. Entschuldigung. Was willst du denn jetzt?
Ich hätte mich wohl früher darum kümmern sollen, ein Flug-Pokémon zu fangen und nicht auf den letzten Drücker, ne? Also bin ich halt. Willst du mich verarschen? Ich habe noch keinen Angel bekommen, die hole ich mir alle erst später. Und Level 30 wird immer höher, aber scheiß drauf! Das ist aber nicht euer Ernst, ne? Wenn es noch einmal hell aufhört, dann... Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Part, während ich jetzt hier ausraste. Das wollt ihr lieber nicht erleben, meine Freunde. Also, wir sehen uns beim nächsten Part und auf Wiedersehen. Tschüss.